Das. Also, meine lieben Leute, guten Abend. Wir gehen weiter mit unseren vier Figuren, vier Schulen, vier Glauben durch diese Ekklesiastesrolle. Erinnern Sie noch an die Pausen? Wer sind unsere Helden sind? Ist der Gottesfürchtige, Ja. der Genießer, Ja, genießende. Bemühende genau und Weisende. Und der Weise, genau, richtig, ja. Die Der Weise, Weise. ja, okay, gut. Also jetzt, wir fangen an von die Credo, die ich glaube, die theologische Postulaten sozusagen, oder Dogmaten, Axiomen, Theoremen, wie Sie wollen, mit Weise, ja, weil es ist bekannt und das ist König Salomo sagte direkt, ja, dass seine Idee war, nachvollziehen, was ist der be beste Weg zum Menschenleben. Ja? Er sagt das am Anfang, Kapitel 2. Ja? Also, wenn wir schauen, einen Moment, dann schauen wir das, Kapitel 2. Er fängt sich mit Freude, also genießende, aber doch er sagt direkt, was ist der beste Weg ums Leben. Und dann natürlich die erste mögliche weise Idee, das ist weise, ja, weil das hat er gefragt von dem Gott. Wir haben geredet über eine Traum in Gibbon. Erinnern Sie euch? Ja, das war, die Gott hat zum König Salomo ins Traum gekommen, also nächtliche Traum. Also das ist eine prophezeiische Stufe. Und dann hat er gefragt, fragst du, was du willst. Ja? Und was hat die König Salomo ausgewählt? Das ist bekannt. Die Weisheit, aber für was? Was ist das Ziel? Um das jüdische Volk richtig zu Richter, ja. ein Richter sein und richten zwischen die Israels Leute, weil die König ist eine oberste Richter gleichzeitig. Also nicht eine theoretische Weisheit, ja. Ich bin Professor zum rote Insekten im Dschungel im südöstlichen Asien, sozusagen. Ja. Aber ganz, ganz praktische Weisheit. Ja. Wie kann man echte und gute Richter sein. Ja? Also die Richter soll irgendwie auch Gerechtigkeit vorzustellen und auch die Frieden zwischen den Menschen irgendwie organisieren. Ja? Durch diese Bescheide, gerichtliche Bescheide. Also die erste, was können wir sagen, dass ein Weise sein. Und die Gott sagte, trotzdem, das hast du nicht ausgewählt, das Geld oder die Seele deiner Feinde, du bekommst auch diese. Ja? Also eine politisch staatlicher Erfolg, ja? Viel, viel Reichtum. Und das war noch eine vierte, wie gesagt, mit Sternchen, eine Dinge, die ist abhängig von. Erinnern Sie, was es war? Was? Ja, das war der Gottesfürchtige. Das war Wenn abhängig du davon, dass bist man Gottesfürchtige, dann du bekommst langes Leben. langes Leben, so langes Leben, langes Leben. Das war mit Sternchen und das war nicht erfüllt am Ende der Tage. Ja? So, das heißt, gibt es eine Probleme mit Gottfürchten, dem König Salomo. Wir sehen uns, dass diese Rolle beschließt sich als Schluss, Zusammenfassung mit Gottfürchten. Das ist die ganze Menschen. So sagt die vorletzte Vers in dieser Rolle. Und nicht umsonst Talmud behauptet, dass das war die letzte Werk von König Salomo. Also er hat unterschiedliche Bücher geschrieben, ja? Sprüche, ja? Und noch Shira Shirim,
Ja, das habe ich ein bisschen gelernt. Gewisse Verse bis Vers 8 kann man mit Zollweg. Und es ist schwer. Sind Sie verstanden? Ja, es ist schwer, ja. Es ist viel, viel Metaphoren, viel, viel Kabbalah, viel, viel versteckt sich drin. Ja, also, und das, ich habe erzählt mal, das gibt es unterschiedliche Versionen, welches Buch war am ersten, welches Buch am letzten geschrieben ist. Ja? Also nach dieser Idee, und das ist so sagt Talmud auch, dass die Ekklesiastes, er ist die letzte Buch, chronologisch. Also er hat das ein bisschen vor seinem Tod geschrieben ist, und er war ganz jung. Gestorben, König Salomo, mit 52 Jahren alt, wenn ich korrekt erinnere mich. Okay. Und deswegen auch dieses Buch Ekklesiastes steht die letzte mit diesen 24 heiligen Büchern, die jüdische Bibel. Ja? Also, das heißt, die Sprüche steht die erste, nicht als erste im Tanach, nicht aber relativ zum anderen Büchern, ja. Wenn wir nehmen drei Werke der König Salomo, Sprüche steht der erste, Lied der Lieder steht der zweite und Ekklesiaste steht die letzte. Das ist chronologisch, also das ist ein Hinweis, dass es wirklich dieses Ekklesiaste war sein letztes Buch. Okay, also wir gehen uns zum Kapitel 7. Dort die Weise entdeckt seine Glauben. Ja, also ich nehme euch mit meinem Computer. Kapitel 7. Okay, so wir sind Kapitel 7. Besser ein guter Name als köstliches Öl, besser der Tag des Todes als der Tag seiner Geburt. Denken Sie nicht jetzt über die Melancholie, ja, und Depressionen. Nehmen wir uns eine Weise als eine logische, rationalist und kalte Weise. Gut? Also, jetzt nicht konzentrieren uns auf den Tod. Wir haben gesagt, Tod ist eine Krise für alle vier Systeme. Tod ist es unbeantwortlich. Ein riesiges Problem ist. Ja? Also einfach nehmen wir uns die Postulaten, die Axiomen von dieser Weise. Also was ist köstliches Öl? Woher geht das? Wie nutzt man dieses Öl? Das um zum König zusammen zu den König, der König wird mit Öl gesalbt. Auch, aber muss man, es ist auch richtig, aber wie viele Könige gibt es, wie viel Öl es geht, also nicht zu viel. Ja. Das heißt, es geht um Öl, das die Leute auf die Haut nutzen. Ja? Heute haben wir Duft, Deodoranten, ja? Aber damals, die beste Dinge, das war Öl. Also egal, ob Neugeborene, Babys oder Erwachsenen, ja. Also Öl, es ist nicht nur für die König, es ist Ach für so, jeden. das so Art Nivea sozusagen. Ja, genau. Es ist eine alltägliche Dinge, die heute wie durch DM kaufen, aber damals die Leute könnten diese Oliven für sich selbst organisieren. Natürlich. Sie hatten kaufen, verkaufen, keine Frage. Aber köstliches Öl, es ist etwa alltäglich. Ja? Etwa sehr, sehr erreichbar. Sehr, sehr nutzbar. Also, besser man geht in dem Haus der Trauer als in das Haus des Mahles, in dem jenes das Ende aller Menschen ist, der Lebende mag sich zu den Herzen nehmen. Ich habe schon gesagt, die jede Rede von jeder vier, es ist nicht nur über sich erzählen, es ist auch eine gewisse Kritik über die anderen Systeme. Gegen wem jetzt Vers 2
zwei und unsere Weise redet. Gegen den Genießer. Genießende, ja, gegen die Genießer, klar, weil die Genießer, er sagt noch später, ja, das ist die beste Sache, es ist Essen und Trinken und freuen sich, ja. Die Weise sagt, na, na, muss man sich zum Herzen nehmen, dass es Ende aller Menschen ist, ja. Besser Betrübnis als Lachen, denn bei trüberem Gesicht ist zu Herz gut. Ich habe schon erzählen und kommentieren diese Vers, richtig? Den hatten wir Also, schon. ja. 4. Das Herz der Weisen ist im Hause der Trauer und das Herz der Narren im Hause der Freude. Also unsere Weise nimmt, dass sie seine Glauben zum diese genieße, als gewisse Narren. Ja, es ist falsch, was macht er? Ja, und da, er sagt das direkt. Er ist kalt, logisch, Rationalist. 5. Besser aus der Schelten der Weisen zu merken, als Narrenlieder anzuhören. Die gleiche, ja. Also die Lieder, die zum Konzerten gehen, egal, Konservatorium oder Rockkonzerten, alles gleich ist. Es ist Narren. 6. Denn wie das Knistern der Nessel unter dem Kessel, so ist das Lachen des Narrens auch das Eiten. Okay, also die fröhlichen Emotionen, das ist Narren und Eiten. Aber der Druck, 7. Aber der Druck macht zuweilen den Weisen zum Narren. Bestechung bringt um den Verstand. Nun, was sagen Sie? Ja. Wie kann das sein? Interessant. Das Also, heißt, auch die Weise kann nicht im Ordnung sein, oder? Das heißt, die Weisheit ist keine Garantie, dass der Mensch ist ein guter Mensch. Auch die Weise kann sündig sein. Und wir treffen uns diese Idee später, dass die konkurrente Systeme, dass sie gegen Gott befürchtende reden, sie nutzen diese Idee. Auch die eine Weise kann Sünde üben, oder? Also die Weisen sind nicht ohne Kritik stehen, mindestens bei uns, beim Judentum. Ja? Und noch besser, die Ende des Vers, Bestechung bringt um den Verstand, was sagen Sie? Korruption. Korruption, es ist die eine der schlimmsten Punkte in der menschlichen Gesellschaft. Ich immer rede gegen Korruption, oder? Es verschwacht jede Stadt, jedes Land, jedes Volk, jede Gesellschaft. Im jeglichen Sinn. Es ist nicht nur jemand, der das, diese Bestechung nimmt. Es betrifft alle. Ja? Also das ist eine sehr, sehr zentrale Problem in menschlicher Gesellschaft, Bestechung. Und natürlich, es existiert nicht nur im dritten Welt. Es existiert leider auch im ersten Welt, in jedem Land. Ja? Also, kennen Sie, was die Tora sagt über die Bestechung, über die Korruption? Wahrscheinlich lass es bleiben. Die Aber Tora sagt, die Bestechung wird, macht die Augen der Gerechtigen blind. Okay? Bestechung, Korruption macht die Leute blind. Und das ist eine sehr, sehr interessante Phrase, was meint die Tora? Okay, weiter. 8. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang, besser der Langmutige als der Hochmutige. Was sagen Sie darüber? Die Weise als kalter Rationalist, ja? Ja,
Ja, ich möchte sagen, das ist ein gutes Wort hier. Wir uns viel mal freuen am Anfang, ja? Wir haben viel, viele Zeremonien, die erste Stein vorzulegen. Kennen Sie? Es gibt auch synagogale Zeremonie, eine Ste erste Stein für Synagoge legen. Ja? Wir freuen uns, der Anfang, ja, es ist gut, es ist nicht schlimm. Was Weiser aber sagt, muss man ein bisschen bescheiden behalten sich und bis Ende schauen. Was wird am Ende? Wir vorlegen erste Stein, wir wissen nicht, was wird in diese Gebäude. Wir nutzen diese Gebäude, die Leute, ja? Also, er nicht annulliert den Anfang. Er sagt etwas anderes. Muss man die Freude verkleinern? Ja, muss man die echte Freude am Ende, was wir haben an Gerüchten, die eine Gebäude, eine Autobahn, etwa auch geistlich, ja. Und dann wird die große und echte Freude. Also, wieder, er ist sehr, sehr rationalist und er sagt, manchmal die Leute freuden und umsonst. Werden Sie wissen, was wird passiert noch ein, 10 Jahre? Sie werden alles angeschaut, oder? Ja? Also, 9. Sei nicht übereilt, in deinem Gemut zu zürnen, denn Zorn befindet sich nur im Busen der Narren. Okay, das ist klar. Ja? Der Rationalist, wer von unseren 4 kann zürnen? Direkt und schnell und mittelbar? Logischerweise ist es Genese, weil er ist eine emotionale Person. Die Weise, er ist eine, die hat Emotionen ein bisschen unterdrückt. Ja? Die Genese, er redet über die Freuen, Essen, Trinken, Singen und so weiter. Ja? Also, wenn es etwa geht nicht, gut, weiß nicht was, nicht gut essen, nicht gut trinken, dann kann man zürnen. Haben wir Verdacht über die Bemühende, dass er es emotional ist, oder? Ja, der kann, also es ist ja eigentlich so, der Zorn ist eine Folge von Frustration Frust, und ja. Frust ist eine sehr gute Definition, die steht viel in dieser Rolle. Aber die Bemühe, die Arbeitende, er, wie sagt man, läuft auf lange Strecke. Ja? Er hat Geduld. Ja? Also er nimmt in Rechnung, dass nicht alles wird gleich und schnell erfolgreich. Ja? Also, und natürlich gehört Fürstende, okay, wir wissen nicht. Also die schnelle und direkte Verdächtige für diesen Zorn, das ist diese Genese, ja? Weil er ist dafür, die alle Emotionen raus, ja? Nicht, also sozusagen, das ist eine südamerikanische Vorstellung, auch Mittelmeer, ja, Levant, also, wie geht im Israel, im arabischen Ländern, ja, die Leute unterdrücken keine Emotionen. Was sie denken, sie sagen direkt, wenn sie freuen sich, wenn sie weinen im Publikum, ja. Wir uns in Europa halt ein bisschen anderes, oder? Das ist natürlich, muss man die Kredit zum Gut und zum Böse gleichzeitig zum christlichen Erziehung geben, ja, dass die herrschende Idee, die muss man die Emotionen ein bisschen in sich halten, ja. Wer ist die Person, die es zu öffnen, zu emotional? Er ist ein bisschen kindlich, oder? So denken wir heute. Ja? Also, aber wieder, gibt es die viele Zivilisationen und die Millionen, Milliarden Menschen, die leben anders. Nicht wie uns in Europa. Überhaupt nicht. Ja? Also denken Sie über eine Schwede gegen eine Italiener. Verstehen Sie, was ich meine?
Eine kalte Wikinger gegen eine warme Israel zum Beispiel, ja. Also das ist die Idee. Das ist die Idee. Also dass unsere Weise ist natürlich ganz ganz nah zum deutsch oder skandinavische Vorstellung. Wie muss man, wie erwachsener Mann muss man sich in Gesellschaft, ja, handeln. Okay. 10. Sehr sehr wichtige Idee. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Zeiten besser waren als unsere? Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Ich habe schon viel, viel mal erinnern euch dem Wort Nostalgie. Richtig? Und ich habe viel, viel gelacht über Nostalgie. Das kennen Sie nicht. Ja. Also. Der bekannte Witz redet, dass, wie kurz man definiert Nostalgie, früher die Wasser war flüssige und die Zucker war süßige. Ja, okay, das. Aber das ist ein Witz für Spaß. Aber doch, der König Salomo sagt etwas sehr, sehr grundsätzlich, eine sehr, sehr wichtige Idee. Nostalgie ist es nicht gut. Ich befinde mich viel, viel Zeit in DDR. Sie kennen mich, im Ostdeutschland. Gibt es dort DDR-Nostalgie, Ostalgie, wie sagt man, und so weiter und so fort, ja. Aber prinzipiell, was spricht die Weise, der König Salomo? Die Nostalgie, es ist keine gute Vorstellung zu Menschen. Und warum? Weil mit Nostalgie wir künstlich verbessern, was war früher. Ja? Wir total ignorieren die bösen Teile dieser Zeiten, dieser Generationen. Ja? Und das schafft uns eine nicht wirkliche, nicht ehrliche Bild, das war früher. Nehmen Sie heute diese Nostalgie, die der Nostalgie. Ja? Was die Leute erzählen, das früher war besser, die Leute waren offen, freundlich, ja, sehr, sehr nett. Die alle waren nicht so reich, aber alle waren gleich. Was noch? Zum diese Legenden. Das ist Märchen. Das ist Märchen, verstehen Sie? Es ist ein rücksichtliches Märchen, dass die Leute verbessern, reparieren und sanieren eigene Vergangenheit, ja. Aber doch, die alle waren Freunde. Ich höre das vielmal über die Leute, die hatten die Sowjetunion erlebt, ja. Gibt's viele, viele Juden, die sagen, ach, das war gut. Und diese Nostalgie ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sogar das Torah erzählt, dass die Juden, die hatten aus Ägypten rausgegangen. Sie hatten oder nicht eine Nostalgie für Ägypten? Ja, Dann sie hatten. Kennen Sie diesen Satz, dass die Juden, wir haben jetzt gelesen, im die Wochenabschnitt Schlacht mit Spionen, ja, mit 12 Spionen, dass die Leute sagen, erinnern wir uns, das haben wir gegessen. Die Wassermelone, Melone und gab es eine riesige, riesige Liste wie von Supermarkt. Das hatten wir in Ägypten kostenlos gegessen. Also das ist eine gute Facette von Alte Ägypten. Was ist die böse Facette? Die Tod, die jüdische Kinder. Kinder. Die Jungen. Verstehen wir uns, dass die beiden stehen nicht auf gleichem Niveau? Ich kann glauben und ich glaube, dass was die Leute erzählen in diesem Satz im Torah, das ist nicht falsch, das ist richtig. Es war wirklich eine lange Menü sozusagen im Ägypten. Und das war sogar kostenlos. Aber wissen wir warum? Weil sie waren in Sklaverei. Der Herr muss
Und seine Sklaven besorgen auch für das Essen, richtig, oder? Logischerweise, ja. Sie waren Sklaven. Also, in andere Worte, Nostalgie, es ist eine gezielte, ausgewählte Erinnerung. Nicht alles Erinnerung, nicht alles erinnern, nur die guten Teile, die lieblichen Teile. Wir haben dies und da und dort gegessen. Und das war geschmeckt. Die grauen Details von diesem alten Ägypten, von DDR, von Sowjetunion, die Leute wollen nicht sogar aussagen, weil es ist zu brutal, zu böse. Sie werden lachen, vielleicht natürlich kennen das, dass die vielen Nostalgierenden für Sowjetunion, wissen Sie, für was sie aussagen, diese Nostalgie? Die Eis. Damals in Sowjetunion war sehr, sehr geschmackt. Das ist ein klassischer Satz. Aber das war genau so, ehrlich gesagt. Ich auch kann erinnern an diesen Geschmack. Und was? Muss man alles mit Proportionen nehmen? Verstehen Sie? Also, es fast mit gleichen Worten, wie die Juden im Torah erzählen, diese böse Ägypten. Sie haben da gegessen. Und auch die Leute von Sowjetunion sagen, wir erinnern uns diese geschmackte Eis. In andere Worte zu sagen, die menschliche Psychologie hat sich kaum verändert. Und das ist genau die Großartigkeit von Heiligen Schriften, von Torah, von Propheten, ja, von Schriften, dass sie erzählen uns nicht über die Geschichte der Juden. Es ist auch. Es ist die Geschichte, die Menschlichkeit, Kinder. Ja? Also das und diese Dinge mit Nostalgie muss man herausfordern und muss man nicht ignorieren und muss man klare Worte sagen. Und König Salomo sagt, klare Worte, Nostalgie, es ist keine Weisheit. In andere Worte, Nostalgie ist es dumm. Okay. Ich erzähle euch. Es ist ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Buch, ein sehr, sehr wichtiger Vers. Ich kann erzählen euch, okay, eine Privatgeschichte. Meine Schwiegermutter hat viel, viel Nostalgie für Sowjetunion. Okay? Als private Person. Aber Die ich Verbindung war verstehe. schlecht, ehrlich gesagt. Wie bitte? Ich habe den letzten Satz nie gehört, dass die Verbindung war schlecht. Ja, es ist mein Internet. Ich habe gesagt, meine private Schwiegermutter, die Mutter meiner Frau, ist sehr, sehr nostalgisch über die Sowjetunion. Sehr. Aber warum? Die Leute sind nostalgisch wegen seiner Jungheit und nicht wegen der Sowjetunion und der alten Ägypten. Okay? Wir sind nostalgieren, jung, stark, vielleicht naiv sein, ja? Das ist nicht böse, ja. Das ist nicht böse angeschafft, naiv sein, ja, in gewisse Grenzen. Das muss man verstehen, diese Gefühle. Das ist ein normales Gefühl. Aber nicht Nostalgie zum Sklaverei, zum alten Ägypten, zum Sowjetunion, zum DDR und solche Regime und solche Staaten. Ich kann euch noch etwas erzählen. Sie kennen meine Gemeinde, ja? Die manche sind russischsprachige Juden von Sowjetunion, relativ im vorgeschnittenen Alter. Und einmal eine Frau hat im Gießen sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie war am 30. geboren. Und dann sie sagte, wir hatten ein sehr, sehr schweres Leben. Unsere Väter haben nach Krieg gegangen, wenn ich alle zurückgekommen sind. Ja, wir hatten Krieg als Kinder, Hunger. Ja, kalt, Ruinen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Sie hat nicht gesagt, aber ich sage weiter, die Stalin und die Systeme. Ja. Das, was hat sie gehabt. Und die Frau sagt, aber wir waren jung. Und wir hatten damals viel, viel Kraft. Und das ist die Herzen der Idee. Verstehen Sie? Also darf man, und es ist normal, nostalgieren zum seine Kinderjahre.
jüngere Jahre, Schule, Studium und so weiter. Das ist in Ordnung. Aber wir nostalgieren für uns, ja, das wissen schon, sind andere Menschen, ja. Aber sagen, was die Leute sagen, früher war besser, das ist Blödsinn. Denken Sie über unsere Vorfahren, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ist da, damals war besser? Natürlich nicht. Denken Sie über unser ökonomisch-wirtschaftliches Niveau. Wie leben wir? Niemand von früheren Generationen konnte so gut leben, wie sind heute leben. Muss man verstehen, dass wir uns alle durchschnittliche Menschen westlicher Gesellschaft, wir haben mehrere Dinge und Dienste und Leistungen wie mittelalterliche Könige und Königinnen. Verstehen wir uns das? Denken Sie über die Medizin, über die Wohnungen. Ich rede nicht über die freie Zuzug. Ja, wir fliegen uns. Wir gehen zum Urlaub. Wer hatte damals Urlaub? Niemand. Das ist nicht umsonst, dass dass dieser touristische Bereich sozusagen, die ersten Touristen, sie haben nur am Ende 19. Jahrhundert zum die Welt gekommen sind. Früher hat niemand als Tourist bekannt uns. Es war zu gefährlich, es war zu teuer, es war unmöglich. Ja? Wir haben jemand auf die jüdische Straße, jüdische Geschichte, kennen Sie vielleicht den Namen, vielleicht nicht, Benjamin Tudela. Eine Benjamin von einer spanischen Stadt Tudela, also frühere Mittelalter. Er hat von Spanien bis Bagdad, bis Babylonien gekehrt sich. Wir reden über die 11., 12. Jahrhundert. Ja? Er ist riesige Ausnahme. Niemand hat das getan. Auch 600 Jahre später. Wir uns heute leben als selbstverständlich, dass wir nutzen die alle guten Dinge, dass die ganze Zivilisation für uns vorgestellt ist. Verstehen wir uns, dass theoretisch, dass die frühen Sonnen, sie werden für uns neiden. Ja? Was haben wir? Wie viel Geld haben wir? Wie viele Möglichkeiten haben wir? Wie viele Bücher? Ich sage nicht über die Internet, die wissen, ja. Um etwas zu wissen, ich sollte eine Enzyklopädie kaufen und lesen, ja. Heute, du hast alle Enzyklopädie bei dir zu Hause. Denken Sie über die Bibliotheken. Heute, jeder hat unendliche Bibliothek zu Hause. Denken Sie über die Möglichkeit, dass der andere Land hat einige Bücher gesperrt. Wir kennen die extreme Geschichte, dass das nazistische Regime hat die Bücher gebrannt. Ja? Aber denken Sie über die DDR, Sowjetunion. Die vielen Bücher würden einfach existieren nicht. Heute, das ist unmöglich. Und so weiter und so fort. Also, was ich will, was die König Salomo sagt und ich auch sage euch, die viele, viele Mal, dass diese künstliche Nostalgie ist einfach künstlich. Die frühen Zeiten waren nicht so gut überhaupt. Wenn wir schauen, faktisch, tatsächlich. Kalt. Mit kaltem Gehirn sozusagen. Ja? Also wieder als emotionale Reaktion, als die Nostalgie zum sich selbst, als junge und schöne und Stärke, dann kann ich verstehen. Aber wieder nicht tatsächlich. Also jemand, der krankt mit Nostalgie, es ist
ganz, ganz problematische Krankheit. Muss man so nicht denken. Muss man sich anderes erziehen. Und das ist die eine Konsequenz, die Weise sagt, Nostalgie ist es nicht gut. Und dann die Leute verpassen Gegenwart. Heute, heutzutage. Weil früher war besser, quasi. Ja? Und dann die Leute schätzen nicht, was haben sie heute. Und dann die Leute leben in einem falschen Bild in dem Kopf und erzählen Menschen von sich selbst am ersten Linie, wie gut war damals. Also dass diese Idee von die Weise, es ist sehr, sehr kritisch. Ich würde mit Rot eine Quadrat, ja, über diese Vers genommen. Sprich nicht, es ist falsch, es ist nicht richtig. Sprich nicht, wie kommt es, dass die frühen Zeiten besser waren als unsere? Das ist eine total falsche Idee. Total, 100%. Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Es ist keine Weise, es ist dumm, es ist dumme Idee. Und deswegen, genau das ist unsere Idee von diesem Buch, etwa für uns tatsächlich praktisch rausziehen, ja, von diesem Buch, ja. Was können wir für heute nehmen von diesem Ekklesiastes, ja? Und das ist genau der Punkt. Deswegen, wir lernen Heilige Schriften, um etwa aktuell und relevant von unseren Zeiten befinden. Und das ist eine Perle. Ich sage euch, es ist ein Diamant, diese Idee und dieser Vers. Das muss man immer erinnern und tatsächlich nach dieser Idee leben und fühlen. Weil wieder Nostalgie ist eine Emotion, die kann man zu ganz, ganz falschen Zielen die Leute nehmen. Also ich empfehle sehr über diese Vers, Kapitel 7, Vers 10, sei nicht nostalgisch. Okay, Vers 11. Gut ist Weisheit bei Besitz und ein Vorzug ist den Sonnenschauenden. Wir haben uns kurz letzte Unterricht geredet über diese Vers. Gegen wer diese Vers ausgesagt ist? Wer es unter Kritik steht hier? Das ist ein Schuss gegen eine von diesen drei anderen Systemen. Das ist eine Chance. Gegen? Genießende oder Bemühende? Bemühende. Arbeitende. Besitz. Besitz. Ja. Es ist eine Ende der Tage von den Bemühenden. Ja. Er will einen Besitz, oder? Das ist sein Ziel. Ja. Also, was sagt Weise? Besitz ist nicht schlimm. Aber noch besser Besitz mit was? Weisheit. Und noch mehr, die Weisheit steht auf erster Stelle, Besitz auf zweite. Es ist genau auch im hebräischen Original. Ja? Also, dieselbe Besitz ist nicht genug. Muss man auch die Weisheit haben, richtig diesen Besitz entwickeln, weitergeben. Wir haben schon uns geredet über die Weitergeben. Nächste Generationen, die Sonne von den Menschen, oder? Ich habe gesagt, dass König Salomo laut redet, wer wird seine Nachfolge? Ja? Eine rhetorische Frage. Wusste er oder nicht? Wer wird seine Nachfolger? Wahrscheinlich ja. 100%. Er wusste, er ist geborener Sohn, König Rehavam. Er wusste. Aber er hat schon mehrere Söhne wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es waren noch andere, die auch gut waren.
König David, er wusste nicht. Ja, er auch hatte viel Söhne, die haben Rebellionen gegen den Vater genommen. Das ist eine andere Geschichte. Aber bei König Salomo alles ruhig ist und er wusste über die Identität, wer kommt. Aber was er meint, nicht, das weiß ich nicht. Er wusste. Was wird er getan in Zukunft? Ob er verbessert die Besitz, die alle guten Dinge des König Salomo erreicht oder nicht? Und wir wissen die Antwort. Die Antwort war nicht. Nichts. Er hat zerstört, was sein eigener Vater hat erreicht. Hat verliert. Okay? Deswegen bestreitet König Salomo nicht nur Besitz, Weisheit bei Besitz. Das ist Garantie, sozusagen, um nicht zu verlieren, diesen Besitz. Es ist auch keine hundertprozentige Garantie, aber doch. Es ist verbessert die Chancen, nicht verlieren. Ja? Wir haben uns gesagt, wer sind diese Sonnenschauenden? Wer sind sie? Dann genießen wir. Nein. Wieder. Sonnenschauenden sind die Weisen. Ein Vorzug ist es den Sonnenschauenden. Sonnenschauenden, andere Sprachauswahl, was wird passiert morgen? Was wird passiert in Zukunft? Wir sagen auf Hebräisch, Mayuled Yom, was wird dem nächsten Tag gebührt mitgebracht für uns morgen? Was wird passiert morgen? Also die Weisen, die schauen auf das Leben, dass die Gesetze des Lebens verstehen, sie können irgendwie nicht prophezeien, aber doch mit gewisser Garantie sagen, was wird passiert morgen. Und deswegen, er sagt, sei fröhlich am Ende des Prozesses, nicht am Anfang. Also, er sagt eindeutig, die Weisheit hat einen Vorzug. Weiter, 12. Dass man im Schatten der Weisheit und auch im Schatten des Geldes weint. Oh, der Vorzug des Wissens ist, wenn die Weisheit ihren Mann nährt. Also, wenn haben wir einen weisen Mann, er sieht im Schatten des Weisheit und Schatten des Geldes. Das ist eine gute Phrase, oder? Schatten des Geldes. Normalerweise benutzen uns Schatten etwa relativ mit negativen Konnektionen, Schatten des Todes, ja? Finsternis, ja? Und so weiter. Also, wir sagen auf Hebräisch Schatten des Gottes im guten Sinn, wenn jemand konvertiert sich zum Judentum, ein Jude geworden, eine neue Jude, dann wir sagen die Schatten des Gottes, die Präsenz, Schina. Aber es ist sehr, sehr hebräisch-jüdische Phrase. Es ist nicht so bekannt in der äußerlichen Welt. Also, aber doch, er sagt, Schatten der Weisheit können wir verstehen. Das ist klassische, auch, ich denke, die griechische Weisen konnten unterschreiben, ja, Schatten der Weisheit. Sokrates, Plato, ja, Aristoteles. Aber Schatten des Geldes, das ist was, klassisch-kapitalistische Phrase. Und doch, König Salomo sieht die Verbindung. Ja? Also, der Vorzug des Wissens ist, wenn die Weisheit ihren Mann nährt. Also, nährt auch geistlich und auch tatsächlich physisch. Mit Essen, mit Geld, mit Besitz und so weiter. Siehe das Werk Gottes an, wer kann gerade machen, was er gekrönt. Okay, hier ist es ein problematischer Satz, gibt es ein bisschen Kritik auf dem Gott. Ja, der Gott hat etwa gekrönt. Ja, es ist nicht einfach zu aussagen, solche. Aber nicht jetzt, nicht jetzt.
Am Tage des Glückes sei froh und am Tage des Unglücks bleibe ruhig. Wer sagt das? Genieße oder Weise? Das sagt der Weise. Das sagt die Weise, ja. Wieder die kalte Weise. Denn dieses Dicht an jenem hat Gott gemacht, weil der Mensch nach ihm nicht das Geringste ausfinden kann. Okay, hier Vers 14 beendet die erste Rede der Weise. Von Vers 15 redet jemand anderen, der sagt ganz widersprüchliche Ideen. Ja, schauen Sie mal. Wir fangen an von diesem Vers nächste Mal, einfach zum kurz zu schauen. Alles habe ich gesehen in meinen nichtigen Tagen. Da war ein Gerechter, der zugrunde ging in seine Gerechtigkeit, und ein Frevler, der lange lebte in seine Bosheit. Du hast gesprochen über die Weisheit, ja, und Schatten des Geldes, das nicht immer funktioniert. Sei deshalb nicht zu gerecht und mache dich nicht zu weise. Dich mache dich nicht zu weise. Sehen wir direkte Kontradikt? Es ist nicht weise. Es ist andere Systeme redet. Es ist andere Menschen redet. Warum willst du zu Schanden werden? Frevle aber nicht zu sehr und sei kein Narr. Warum willst du sterben von deiner Zeit? Es ist gut, dass du das eine ergreifst und auf den anderen lässt nicht. Denn der Gott fürchtet, sucht alles zu erfüllen. Die Weisheit gibt Schutz dem Weisen mehr als 10 Gewaltigen. Es ist schon wieder weise redet. Verstehen Sie einen Salat, der passiert? Also ist manchmal eine Rede, eine lange Rede, und manchmal eine Diskussion, die jeder unterbricht anderen. Also von den Versen 15, 18, drei Verse, vier Verse. Wer redet darüber? Der Genießende. Ja. Ja. Das ist die Genießende. Also, und unsere Idee ist, identifizieren, jeder Vers gehört zum Wem. Okay? Also, es ist manchmal einzelne Vers. Die Weisheit gibt Schutz der Weisen mehr als 10 Gewaltigen. Und dann eine Kritik auf die Weise. Es ist kein Mensch gerecht auf Erden, der stets das Gute tut und niemand fehlt. Verstehen Sie das Kritik auf die? Auf die Gottfürchtende? Ich habe schon gesagt, dass dieser Vers auf Hebräisch ist ein Sprichwort. Es ist ein Sprichwort, tatsächlich. Schauen Sie die Original. Ein Adam al Aretz, also in anderen Worten, alle Leute der Welt können Sünden, Üben und Fehler schaffen. Alle, alle inklusive alle. Und deswegen, das Judentum ist kritisch auf jeden. Auf erste Adam, auf unsere Vorväter, Abraham, Isaac, Jakob, unsere Vormütter, auf Moses, Aaron, König David, König Salomo, jeder Mensch. Kein Rabbiner ist beschützt von Kritik. Ist klar, oder? Also, was wollte ich nur anzeigen am Ende dieses Unterrichts, dass es manchmal nicht lang reden, manchmal ein Schuss, ein Vers, pach, pach, pach. Und dann wieder muss man das uns nicht verwirren. Ja? Wieder muss man sammeln diese Verse zu diesen vier Systemen. Okay? Also wir haben uns die lange Rede, die erste Rede vom Weise gelesen. Es wird noch zweite. Also jeder von den vier Systemen haben zwei Reden. Am Anfang und quasi die Antworten über die Kritik.
Und dazwischen gibt es viele, viele einzelne Schosse. Da und dort. Es ist wie heutzutage Talkshow im Fernsehen. Denken Sie, das ist vier lebendige Personen, die unterbrechen jeden anderen. Es ist vielleicht ungewöhnlich in Deutschland, in Israel ist es normal. Jeder unterbricht zum Wort zum anderen. Ganz im Ordnung. Es ist nicht im Ordnung, aber es ist so. Es ist andere, es ist andere Charaktertrick. Okay? Also, ich will einfach beschlossen diesen Unterricht. Also, das ist, ich wollte die Struktur dem Rolle zeigen. Gibt es die langen Reden und gibt es viele Unterbrechungen und Chancen. Und wir müssen trennen uns. Diese Idee von anderen Ideen und gewisse goldene Idee muss man bemerken. Also, an diesem Kapitel 7. Es ist zwei wirklich goldene Diamante-Ideen gegen Nostalgie und das ist Vers 11 und Vers 20. Es ist kein menschengerecht auf Erden, der stets das Gute tut und nie mehr fällt. Es ist eine Credo vom Judentum. Nicht auch von diesen vier Systemen, die kritisieren den anderen. Es ist ein Glauben Judentums. Wir uns alle öffnen für Kritik. Judentum, die Gott selbst kritisiert. Was haben wir gesagt? Die Gott hat was, Wasser gekrümmt. Die Judentum fühlt sich frei, auch die Gott selbst kritisieren. Niemand ist Beschluss von Kritik, inklusive liebe Gott selbst. Ah? Gut, das ist für heute. Die Fragen, meine liebe Leute. Wegen Vers 16 möchte ich fragen. Ein bisschen lauter. Vers 16. Das ist in meiner Übersetzung steht bisschen nicht anders, aber ein bisschen klarer, ja. Man Ja, muss nicht so, wieder. ja, Es sei ist. deshalb nicht zu gerecht. Was Aha. bedeutet das? Man muss nicht so gut sein, oder? Ich habe schon gesagt, das ist die klassische Vers, deshalb dieses ganze Buch, die ganze Rolle, die Propheten wollten nicht als heiliges Schrift eingetragen und wahrnehmen. Das ist ein Beispiel, gibt es noch mehr. Ja? Es ist eine Idee, die muss man viel, viel nachforschen und verstehen. Aber natürlich ist es sehr, sehr unstandarte, ungewöhnliche Vers, weil wir uns wollen gerecht sein, ja, gut sein. Aber er sagt, okay, gibst du auch Proportionen. Im Kurz Eine beantworten, schlechte Verbindung. eine Spoiler, die Schlüssel zum Verständnis liegt im Wort zu. Zu viel etwa. Muss man Proportionen halten. Ja? Nicht zu frevler, nicht zu gerecht, also zu. Ja? Wenn ging man zum Dekante, zum Radikalismus, in jeder Idee, auch die gute Idee. Okay? Also nicht zu viel mit etwa. Muss man auch die gute Ideen begrenzen. Das ist, was genau was jüdische Gesetze Halacha macht. Okay? Weil die guten Ideen ohne Ende, sie bringen auch zum Kaut. Nicht jetzt, aber ich garantiere euch, ich rede mal. Das Jede bedeutet, es gibt gute. mehrere Stufen für Gerechtigkeit, oder? Ja, 100%. Es gibt 100%. nicht eine Gerechtigkeit, das meine ich. Nicht so, ja. Wenn du wird am etwa am durchschnittliche Stufe und dann gleichzeitig parallel, du willst in andere Stufe zu viel gerechtig sein. Das geht nicht. Muss man Proportionen haben. Ja? Zum Beispiel, du weiß nicht was, konzentriert zu viel auf ein Thema. Ja?
Ich esse nur etwa die beste koscher möglicherweise Produkte, Lebensmittel. Aber du bist gleichzeitig, ihr geht zur Synagoge nur einmal im Jahr. Wie kann das sein? Du sollst mehrere die Synagoge besuchen. Ja? Also du sollst parallel gleiche Maße auf jede Mitzvot, jede gute Taten konzentrieren sich. Nicht nur eine nehmen, ich werde hier perfekt, alle anderen ich ignoriere, egal. Ich werde sehr, sehr, sehr gläubig, aber ich auf die Menschen, zwischen Menschen mein Nächster, egal. Ja. Ich werde jeden Tag 2, 3 Stunden beten, das ist wichtig. Ja. Ich werde gerecht. Aber wenn die Leute kommen und mit Hilfe fragen, das ist egal. Ich muss beten. Das ist genau die Vers sagt nein. Sei nicht zu viel in deiner Konzeption. Es ist ein Fehlerkonzept. Muss man beten, aber wenn die Leute kommen und Hilfe nachfragen, muss man helfen. Du verlässt dein Gebet. Ja? Also, Improportionen befinden sich. Okay, aber wieder, es ist eine, muss man lernen. Es ist nicht so. Wir lernen als Buch, als Rolle. Ja? Ich erzähle die Struktur, ja? Ich entdecke die Ideen. Ja? Aber nicht jeder Vers ist nicht jedes Wort ohne Ende. Ich nur erzähle, diese Vers, diese gibt es etwas problematisch. Ja? Natürlich, es ist mehr von etwas problematisch. Es ist eine rote Fragezeichen steht darüber. Und die Ersten, die wurden das erwacht, uns, die sind unsere Weisen, die Talmud, noch die Propheten. Ja? Natürlich ist es fragbar, es ist problematisch, diese Vers. Okay, noch die Fragen? Aber danke, das war wieder total interessant. Also ich habe jetzt so, was ich heute so mitgenommen habe, früher war nicht alles besser, wir waren nur jünger. Das war so, es ist irgendwie so das Wort des Tages, das mir so ganz wichtig geworden ist. Ich wirklich glaube, das ist sehr, sehr wichtige Idee zu uns alle, als private Menschen, als kollektive Menschen, als Familienmenschen. Das muss man wirklich diese Idee gut tief verstehen und nehmen mit sich. Ja? Und das bringt uns zu einer richtigen Brille, die aus der Welt schauen. Ja? Wir sagen, gibt es die rosa Brille zu naiv sein, ja? Gibt es die Pessimisten, die schauen alles durch die schwarze Brille, alles ist kaputt. Und das ist genau diese Nostalgie, es ist eine schwarze Brille. Und was die Heilige Schrift und dieser Vers sagt, du sollst eine echte Brille, nicht schwarz und nicht rosa, normale Brille, Glas. Und wenn du hast die Schwierigkeiten, dass ich sage, Nostalgie ist es nicht gut. Grob zu sagen, stereotypisch, wie sie wollen. Es ist nicht gut. Mit allem Verständnis und Sympathie. Es ist wirklich sehr, sehr wichtige Geschirr, sehr wichtige Brille für uns. Das ist die Brille von der echten, richtigen Torah-Meinung. Ich erinnere euch, dass die Torah, die Heilige Schriften, das ist die quasi, die Gott hat gesprochen. Das ist die Gottes Idee. So Gott erwartet von uns auf unsere Welt schauen. Nicht nostalgieren zum nicht existieren der Generationen und die Zeiten. Überhaupt nicht. Gut, meine liebe Leute, dann mit Gottes Hilfe, danke für eure Dankeschön. Teilnahme. Dankeschön. Ja, gern. Schön. Und bis nächste Woche. Dankeschön. Also, wir lesen Hallo. solche Systeme. Hallo. Zum anderen reden, zum anderen Systemen, unsere Genieße, bemühende Arbeitende, Gottfürchtende. Gottfürchtende, er spricht die wenige von allen. Interessant.
Gut, dann danke Ja. schon wieder und schönen Abend an uns alle. Ja, danke. Danke. Danke schön. Tschüss. Danke. Schönen Ciao. Abend. Shalom. Tschüss.